Moinsens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Payday. Ah, das ist jetzt nicht eher Fuck-Up-Day. Oh, fuck, war das knapp. Also wir spielen heute die Hoxton Revenge. Solo-Slave, wie es sich natürlich gehört. Wobei ich eins sagen muss, ey, wenn zwei der Typen draußen, der mir dann nur die Evidence wegbringen will, das wäre echt ziemlich nett. Das wäre echt richtig useful. Also ich sag's euch mal so, Leute. Der Heist an sich ist nicht so schwer. Aber eins, es gibt tatsächlich nur eine Sache, die ich persönlich an dem Heist wirklich, wirklich schwer finde. Und das ist ganz am Ende die Evidence in Sicherheit zu bringen. Weil ich schwöre euch eine Sache, Leute, ich bin dabei jetzt schon so oft entdeckt worden, das ist jetzt gleich mein... Das ist jetzt mein dritter Versuch, soweit ich weiß, und ich wurde bisher zweimal beim Wegbringen der Evidence detected. Ich habe immer noch kein ECM genommen. Oh Mann, ich würde so gerne jetzt einen Leichensack mitnehmen. Wäre echt geil, weil meiner ist ziemlich scheiße platziert da hinten. Naja. Gut, wo ist der... Nee, das war keine Keycard, ne? Ich werd schon paranoid. Okay, da sind schon mal drei Beweiskästen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da ist die Alarmbox. Mal gucken, aber ich müsste jetzt eigentlich rein können. Jo. Okay. Ist hier irgendwo eine Keycard? Don't get caught. Don't act dumb. Guys, just don't act dumb. Ah, wäre es auch zu schön gewesen, den Spot hier zu haben. Über Pech haben wir wieder den... Okay, wir haben... Ah, wir haben eigentlich Glück. Weil... Man kann ja mehrere Spawns haben und... Den hier hatte ich jetzt in den zwei Versuchen jedes Mal. Und der hier ist ja wirklich mit Abstand beschissenste. Also ich glaube, ich hatte drei Guards weg, bevor ich auch nur irgendetwas erreichen konnte. Shit. Na gut, hier kann ich nicht lang. Gut, der Typ unten nervt wieder, aber er geht. Okay. Also wenn ich mir das mal so angucke, da hier der Spawn nicht ist und hier nicht... Gibt es eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Die eine wäre halt hier oben. Ja. Ja, okay. Jetzt muss ich kurz gucken, ob jemand in der Nähe ist. Aber ich glaube nicht, ne? Risiko. Hopp. Das ist jetzt ein Scherz. Okay, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Komm jetzt. Komm. Alter, auf geht's. Ah ja, wir brauchen... Ah ja. So, hier dachte ich eigentlich, dass ich den Scheiß hinwerfen kann. Gut, wir haben eigentlich doch Glück. Wenn jetzt rein und dann mal Pech. Auf geht's, schneller. Ich brauch den jetzt hier hinterm Bett, ganz, ganz schnell, sonst haben wir jetzt verschissen. Komm. Okay. Aber eigentlich kommen die nicht ins Zimmer rein, soweit ich weiß. Gut, der Telefonanruf wird an sich nicht schwer. Also das ist eigentlich das Leichteste, was ihr erwischen könnt. Ich muss jetzt nur noch mal nach Beweisen gucken. Aber wie ich hier sehe... Wie sie sehen, sehen sie nichts. Ist der jetzt draußen? Oder ist der runtergegangen? Ich glaube, der ist runtergegangen, oder?
Na gut. Dann auf geht's. Oder doch nicht. Hallo. Oh nee. Ich hasse das, ey. Warum müssen die hochkommen? Ist da die... Die können aber was anderes Produktives machen. Es gibt so viele schöne Dinge, die man unternehmen kann. Fahrrad fahren. Auf Klo gehen. Boah, ich weiß echt nicht, was der hat, ne? Scheiß Patrouille, ey. Scheiß Kiezki. Gut, mein Freund hier unten ist jetzt erstmal so weit weg, wenn ich das hier sehe. Oder auch nicht. Gut, mein Freund kommt nach oben. Dann bringen wir das erstmal hier hin und wir müssen dann trotzdem nochmal nach oben. Das ist nicht so nice. Ich glaube bis dahin. Pff, ja. Können wir nochmal hier drüben das andere Beweisstück holen? Also sagen wir es mal so, Leute. Die gute Nachricht ist, dass wir den Telefonanruf haben. Telefonanruf bedeutet nichts anderes als einmal rausstelfen. Dort zu einer quasi eigentlich unbewachten Telefonzelle zu gehen oder einem Telefonmast eher. Und bei diesem dann halt... Naja. Bin ich eigentlich gerade bescheuert? Hier war doch noch ein zweiter... Sack. War nicht noch ein zweites Beweisstück? Oder hatte ich das jetzt schon? Ey Leute, ich habe gerade keine Ahnung. Aber auf jeden Fall müsste hier oben noch was sein. Vom Beweisstücken her. Es sind... Ich weiß es nicht sicher, Leute. Ich lege hier nicht meine Hand ins Feuer. Aber eigentlich müssten es 10 Beweisstücke sein. Auf der Map verteilt. Gut, die Telefonpole. Ihr müsst nach Stromkästen Ausschau halten. Und da müssen wir hin. Da. Gut, jetzt hoffen wir mal nur, dass hier keine... Guard reinkommt. Denn hier hinten habe ich nämlich schon die Beweismittel gesehen. Drei... Alter, 4 Stück an der Zahl. Das ist krass. Gut. Bringen wir die erstmal in Sicherheit. Na gut, Sicherheit ist relativ. Sie sind ja jetzt nicht safe im Wagen. Aber sie sind sicherer als... Naja, ihr wisst schon. In diesem Zimmer einfach so rumzustehen. Das Problem ist jetzt nur, ich muss die alle einzeln nach unten bringen und darauf habe ich jetzt eigentlich nicht so sehr Lust, Interesse. Keep track, guys. Oh, wieso geht der jetzt runter? Scheiße. Stay low and quiet. Okay, da ist noch einer. Da ist einer. Komm, jetzt knack den scheiß Lock. Keep track, guys. Passt bloß auf, dass ihr euch nicht spotten lasst, Leute. Ich schwör's euch, das ist mit das Ärgerlichste, was da euch passieren kann. Ich will jetzt auch keine Hand ins Feuer legen, weil mir fällt halt jetzt auf Anhieb kein Safe-Spot ein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass hinten bei den Steinen relativ jetzt bitte nicht mir, ne, hinlegen, aber ich bin mir nicht ziemlich sicher, dass bei den Steinen relativ safe ist. Ich weiß halt jetzt nur nicht, wie ich jetzt am besten vorgehe. Als zunächst einmal bringe ich jetzt erstmal diesen Sack von Beweismaterialien weg. Gut zu wissen, dass unter mir eine ist. Der Heiß bringt auch an sich nicht viel, also ich glaube auf Todesmut mit, ich glaube 8 Bags kriegt man höchstens 5 Mille oder so. Also 5 Millionen, 5 Mille ist ja eigentlich 1000. Aber er macht Spaß, muss ich sagen. Weil das ist halt wirklich Stealthen auf engstem Raum und das ist eigentlich schon gutes Training seiner Fähigkeiten. Ich glaube, hier hinten sind die Sachen ziemlich safe. Aber ich habe die Guards nicht gerade reagieren sehen. Also Leute, zunächst einmal müssen wir jetzt hier hoch und den Telefonanruf durchstellen. Why don't you get up there? Right.
Now find the comms relay and get access. We can make it look like the call is coming from the house. So. Rewire. Put a call through defense central and let me do the talking. Und jetzt macht das. Yes, hi. This is Agent Dave from the safe house. I need to talk with the informant urgently requesting today's code. Sorry, didn't get my coffee this morning. Copy that. Let me just pull it up here. It's 8394. Don't let it get out. Thank you, sir. God bless the FBI. Ich glaube, wir müssen das Telefon nicht mehr holen. Ich glaube, wir hätten schon wieder runtergekommen. Ja. Ich glaube, das Runterkommen ist sogar noch mit das Schwerste. Also ich werde jetzt, ich denke ich, ja, doch. Ich werde jetzt zunächst einmal die vier Beweismittel aus dem oberen Stockwerk in Sicherheit bringen. Wenn ich einen Weg nach oben finde. Natürlich, unter der Voraussetzung. Bin ich jetzt eigentlich zu blöde oder was? Irgendwo hier muss doch die Leiter sein. Ey. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber normalerweise kann ich hier mit einer Leiter easy aufs Dach kommen. Ach, oder steht meine Leiter beschissen? Das kann natürlich auch sein. Ach ja, stimmt, die stand ja am Main Entrance. Meh. Meh, meh, meh. Stimmt, die war ja hier. Nach oben. Irgendwie fällt mir jetzt gerade das Sprichwort mit oben und loben ein, aber ich denke, wir wissen alle, was gemeint ist. Scheiße. Ich glaube, ich gehe besser auf den Balkon. Ich hoffe jetzt übrigens, dass man meine Stimme hört. Ich bin gerade auch etwas ruhiger, wie die meisten sicherlich merken. Normalerweise schreie ich in Let's Player ziemlich gern und ziemlich viel rum. Aber ich schwöre euch eins, Leute, ihr müsst euch hammer konzentrieren. Vor allem bei dem heißt hier. Ja, jetzt sind natürlich da hinten zwei Guards an meiner Safe-Pussy, wo ich gerade hin wollte, den GG. Verpisst euch dort. Solange die da stehen, kann ich meine Sachen nicht werfen, weil ich sonst ein Problem habe. Der macht mir auch gerade ein kleines Problem. Oh. Da hat er mich sogar überdeutlich gespottet. Alter, will der Typ sich jetzt die Hundescheiße vom Fuß kratzen oder was? Junge, verpiss dich! Da hast du keine Freunde? Ach, wisst ihr was, Leute, Risiko. Ich stapel jetzt erstmal die ganzen Beweismittel hier. Fuck darauf. Guard over here. Solange der Typ da drinne ist, kann ich auch nichts unternehmen. Okay, noch ein Sack. Danach haben wir zumindest in der oberen Etage hier alles safe. Gut. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, ob hier irgendwo Guards sind, die meine Sachen spotten könnten. Aber ich dachte eigentlich nicht, ne? Ich sehe gerade nichts. Gut, ein Risiko. Scheiße. Vielleicht soll ich tatsächlich die Dinger mal ein bisschen schneller bewegen. Marathon, Marathon, Pumpen, Carsten, Stahl. Also sagen wir es so, auch wenn er gerade außer Atem ist, ich kann erst wieder aufatmen, wenn jetzt der letzte Sack hier erstmal wieder safe ist. Weil wenn die Guards dann draußen einen Sack spotten, bin ich gefickt. Gut. Dann ist zumindest schon mal die kleine Schwierigkeit geklärt.
Damit habe ich jetzt wie viel sicher? 4. Gut, das ist jetzt nicht... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, fuck. Let's get fun. Oh, fuck. Guard dazu auch noch. Da steht sie. Da kommt noch einer hoch, Alter. Alter, was will dieser Kevin eigentlich am Fenster, ey? Schaut der nach? Keiner. Mir fällt nicht mehr irgendwas ein, wonach dieser Kevin schauen könnte. Das Einzige, was er dort macht, ist nutzlos in der Gegend rumstehen. Meine Fresse, ey. Was ein... uninteressanter, nicht liebenswürdiger Mensch. Wie viel habe ich denn jetzt hier? 2 Stück nur. Das ist schockierend schlecht, was ich hier habe. Und das meine ich jetzt ernst. Ich habe ja echt richtig wenig. Also ich konnte auf meine 6 Sachen, aber... ich werde das Gefühl nicht los... also ich habe was übersehen. Es gibt mindestens 3 Spots, wo Sachen liegen. Und wenn ich das jetzt richtig sehe... habe ich erst 2 gefunden, oder? Der FBI-Direktor oben hat seine Tafel und... seine... oh, scheiße. War das knapp. Einen haben wir bisher gekillt, ne? Nee. Haben wir? Nur ein oder nur 2? Fuck, ich weiß es gerade nicht. Ach doch, einen haben wir oben gekillt. Genau, weil uns mit dem FBI-Direktor gespottet hatte. Na gut, ich muss jetzt sowieso nach oben. Genau, hier war erstmal Back Nummer 7. Dann habe ich halt irgendwas übersehen. Aber mir fällt echt beim besten Willen nicht ein, wo. Ich wüsste wirklich gerne, wo, weil... wie gesagt, ich habe es ja gerade erzählt, ich habe bisher noch nie wirklich viele Sachen sicher gesichert. Gut, Zeit hinter das Ding abzutauchen. Und jetzt, da der zum Fenster rausgeht, kann ich hier runtergehen. Wenn ich so weitermache, sterbe ich noch, weil ich zu tief springe die ganze Zeit, ey. Fuck this shit, I'm out, I'm done. Fuck, 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 fuck. Alter, fuck. Gut, da ist noch einer. Da ist noch einer. Da halt die Guard. Aber solange der da rumsteht, kann ich nicht lang. Vor allem nicht, wenn der da gerade lang geht. Also Leute. Wer nichts wagt, wer nichts gewinnt. Muss ich mich nur noch einmal beeilen wegen dem letzten Back. Ich kann es gerade tatsächlich sagen, mein Herz pulsiert. Oh, das ist immer so. So, wie viel haben wir denn jetzt? 4,8. Das ist echt ein mieses Ergebnis. Das ist ein echt mieses Ergebnis. Nur 7 Sachen und ich weiß nicht mehr, wo die anderen sind. Also, pff, mager. Aber gut, ist Vorführeffekt wahrscheinlich. Also, ich sag's gleich, ich habe eigentlich immer mindestens 8, aber eher sogar 9. Also, was ich hier gerade abliefere, ist in Anführungszeichen tatsächlich beschämend. Jetzt nur nicht hastig werden. Wie gesagt, man muss ja auch erst noch den Heist schaffen. Wenn hier gerade einer mir vorbeiläuft und ich fast in den reinrenne, kann man den Heist schlecht schaffen. Wir warten lieber im Bad. Kann ich nochmal eine Wurst abseilen? Ob die... vor allem, warum, Leute? Nennt mir ohne Scheiß, nennt mir irgendein einziges weiteres Bad, was 2 Türen hat. Warum braucht man ein Bad mit 2 Türen?
Das macht doch keinen Sinn. Oh Mann. Dieses Bad, Leute. Es strotzt allen Regeln der Ästhetik zum Trotz. Oh fuck. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück ins Badezimmer. Gehen jetzt ernsthaft beide hoch? Das wäre nämlich echt ungünstig. Ja, die gehen beide hoch. Scheiße. Aber wir müssen da jetzt hin wegen dem Safe-Raum. Das Schöne ist, im Safe-Raum werden sie uns nicht spotten. Das ist ja klar, aber... erstmal dorthin gelangen, lautet die große Regel. Don't act dumb. Meine lieben Freunde, don't act dumb. Okay. Dann use ich das jetzt schon mal. Ich kann zumindest schon mal anfangen, defensiv zu spielen. God damn it. Are you farting in the air supply? Can I come out now? Ich könnte ja mal zwischenzeitlich so ein First Aid Kit deployen. Wenn man schon ECM vergisst, kann man wenigstens das machen. TikTok. Your friends in your endless layers of bullshit. I want some fresh air, damn it. Ich muss sagen, wie gesagt, der Spawn, den wir haben, ist eigentlich schon ziemlich geil. Der kann auch noch hier sein, aber hier ist er mir eigentlich gut genug. Weil in das Zimmer geht halt keiner. Don't get caught. Don't act dumb. Jetzt nicht im Ernst. Ja, gut. Da habe ich mich scheiße platziert gehabt. Aber ich dürfte jetzt noch einen haben. Das heißt, wenn ich jetzt einen... Na gut. Da ich halt jetzt keinen mehr habe, muss ich jetzt halt darauf bunkern. Oh, scheiße. Ein noch beschissen hätte ich ihn echt nicht schießen können. Also ich glaube, ich werde nur noch, also wenn die Guard hier lang geht, kann die aus dem Augenwinkel den Typen hier sehen. Scheiße. Wie viel Page habe ich jetzt weg? 2. Ich warte nochmal, bis der hier vorbeigeht. Wenn er ihn entdeckt, muss ich den Donnerer schießen. Ich hoffe mal nicht. Aber zum Bodybag Case komme ich jetzt nicht ran. Ich glaube, ich mach's sogar jetzt mal doch nicht ganz sicher. Ah, ich hab den so scheiße erwischt, ey, Mann. Also ohne Scheiß, Leute, wenn ich jetzt noch was hätte, ich würde den Bag nehmen, also noch einen Bodybag nehmen, würde ich hinten hinhauen. Das geht ja leider nicht. Tut mir auch leid, dass ihr jetzt noch so warten müsst. Ich wünschte, ich könnte euch jetzt schon den Escape zeigen. Aber der Typ steht halt mega beschissen am Fenster. Wenn ich das Fenster zerschieße, wird sofort jeder drauf aufmerksam. Gut, wenn er jetzt ihn entdeckt und reinkommt... ja, das habe ich befürchtet. So, und jetzt muss ich entkommen. Und zwar so schnell wie möglich. Weil die Leute, die hier hochkommen, warten nicht. Ja, hier unten steht einer. Das habe ich erwartet, muss ich sagen. Okay, jetzt nur nicht zu nervös werden. Also ich laufe jetzt lieber noch eine ganz große Runde. Aber jetzt lieber doch schnell, bevor er entdeckt wird. Gut, Leute. Das war Hoxton Revenge auf Deathwish Solo Stealth. 4 Leute habe ich gekillt. Naja. Gut, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Heist oder so, gerne in die Kommentare. Ich helfe euch natürlich und wie gesagt, es gibt mehrere Spawns. Einen
eine Etage drunter, wo der war, halt noch im Keller und dann halt noch oben, wo ich vorhin die 4 Beweismaterialien gefunden habe. Und wenn ihr mich fragt, hatten wir eigentlich mit den leichtesten. Gut, so viel dazu. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.